Keiner mehr Bock. Keiner hat mehr Lust drauf. Soll keine Ausrede sein, ne? Das ist sehr ungenau. Wo ist die Präzision? Sollte schon gepflegt nach vorne spielen. Und gepflegter Fußball ist nicht das, was wir da machen. Wir lassen viel zu viel Täuscher am Besuch. Ne? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur allerersten Ausgabe von TSKV 2015-16 Özet, dem Wochenrückblick hier auf TSKV TV. Mein Name ist Alexander Erkert und bei mir ist mein geschätzter Kollege, der heimliche Mäzen des TSKV Goslar, Vitor von Erkenbrecht. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank erstmal. Ich möchte natürlich schon mich vorstellen dürfen. Ich bin der neue Mäzen beim TSKV. Ich habe mich für diesen Verein entschieden, weil er mir von seiner Struktur her sehr gefällt. Ich bin natürlich kein Kollege. Ich bin, wenn ich das kurz aus... Hier im Bild sehen Sie gerade Ömer Özvar, den ersten Vorsitzenden des TSKV Goslar. Ja, ich bin mit Ömer Özvar, habe ich auch super Gespräche geführt. Ich habe viele Branchen, die ich benetze. Aber Victor, also Vitor ist richtig, ja? Also ich habe auf meinem Zettel den Victor mit K. Ja, das K ist stumm. Ach so, okay. Also es wird Vitor ausgesprochen. Meine Familie hat viele Landbesitze, auch in anderen Ländern, Südamerika, Frankreich, wir haben viele Weingüter. Ja, wir steigen hier mitten in das Training ein. Sie haben ja am Anfang die Szenen gesehen, wie die erste Herren am Sonntag dann ein Testspiel hatte. Und hier gehen wir 5 Tage zurück und zeigen hier den Trainingsauftakt. Hier haben die erste und zweite Herren eine gemeinsame Trainingseinheit absolviert. Sie haben es eben gesehen, auf der rechten Seite wird dann Fußball gespielt. Und hier sehen Sie natürlich dann auch verschiedene Kraftübungen. Ja, das hat mich persönlich sehr erfreut. Es hat mich fast ergötzt, zu sehen, wie diese Harmonie zwischen den beiden Mannschaften geschürt wird. Mach ihn, Tobi! Ja! Eine interessante Spielform hier. Dort wird wohl ohne Torhüter eine Spielform gemacht. Wunderbar. Ja, und auch der erste Vorsitzende, Ömer Özvar, auch eben hier ganz vorne im Bild, lässt es sich auch nicht nehmen, hautnah hier bei der ersten und zweiten Herren mitzutrainieren. Vielleicht will er nochmal angreifen in der Saison, man weiß es nicht. Das glaube ich nicht, das werde ich sicherlich zu verhindern wissen. Ja. Also mir geht es schon darum, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ja. Meine Familie hat sich sehr weit in vielen Bereichen erstreckt. Fußball gehört nicht dazu. Es ist sozusagen ein Experiment, wenn Sie so wollen. Und da lege ich schon sehr viel Wert darauf, dass solche Leute dort, also mit so viel Masse, nicht auf dem Platz zu finden sind. Wir wollen auch Ästhetik auf dem Platz transportieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein. Schade. Sehr schade. Hier vorne im Bild Patrick Hücker, der Torhüter der zweiten Herren. Ah ja, ich muss mich ja auch erstmal an die Gesichter dieser jungen Menschen gewöhnen.
Und der junge Mann, der jetzt hier gerade geschossen hat, das ist Luca Kassebaum, ein Neuzugang für die erste Herren. Sein Bruder Janni Kassebaum war ja bereits beim TSK Vorgosler. Das ist ein Anruf für mich. Ich werde es weg. Und auf dieser Seite blockieren. Jetzt. Pierre Holzberg im Tor, der Torhüter der ersten Herren. Nehme ich keine Anrufe entgegen, das kann mein Personal erledigen. Nicht wahr? Wer ist der Spieler mit den orangen Schuhen? Der gefällt mir nicht. Jetzt hier gerade Fisnike Yashari am Ball. Den kenne ich schon. Der wurde mir schon wärmstens Doppelpass mit Basti Pilgel empfohlen. Soll wohl der Torjäger der Mannschaft sein. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und nun machen wir einen Sprung zum Donnerstag. Und zwar zum Training der zweiten Herren. Die sind zum Steinberg gefahren und waren nochmal ein bisschen laufen. Seit ich hier bin, ich habe das noch nie mein Leben gemacht. Bitte, laufen tut der Seele gut, hat mein alter Reitlehrer immer gesagt. Ich habe ja mehr das Pferd laufen lassen. Sie verstehen. Ja, man sieht auch, die Stimmung ist ganz gut, ja, auch wenn mal so ein Lauftraining ansteht. Ja, trotzdem sind alle jetzt zu Beginn der Saison top motiviert. Darf ich kurz einhaken? Da ist ein Mädchen dabei. Ja, das ist die erste Spielerin der zukünftigen Damenmannschaft des TSK Vorgosler, die dann wahrscheinlich nächste Saison an den Start gehen wird. Das ist sehr interessant. Danke. Nee. Ja, der Kameramann ist natürlich nicht hinterhergelaufen. Das ist aber ein Schlawiner. Hätte er ja auch ein Fahrrad nehmen können. 43 Minuten über Berg und Tal. Das ist keine Ausrede. Heutzutage gibt es ja auch. Und da kommen dann die E-Bike. Jungs zurück. E-Bikes oder wie diese Mofa. Gerätschaften. Nee. Und nochmal ein paar Kraftübungen. Zum Abschluss. Und auch da sieht man, da darf der Spaß nicht fehlen. Wenn ich da kurz einhaken darf, das sieht mehr nach Kamelreifen aus. Das habe ich in der Saudi-Arabien auch gesehen. Sehr witzig. Gefällt mir gut. Danke. Bitte. Ja, der junge Mann, der da in ganz in Schwarz gekleidet im Hintergrund zu sehen, die Übungen vormacht. Das ist Jerome Wegner, der neue Co- und Spielertrainer der zweiten Herren. Er hat in der letzten Saison noch in der ersten Herren gespielt und wurde jetzt dem Trainer der zweiten, Tobias Erkert, zur Seite gestellt, um die Jungs mal richtig hart ranzunehmen, aber anscheinend... Ich habe mich über den Herrn Wegner informiert. Er hat seine Vita studiert. Ein hervorragender Fußballer gewesen oder vielleicht auch immer noch. Davon werde ich mich selbst überzeugen. Nee. Ja, und auch die Nachzügler kommen jetzt noch hinzu. Und das war der Donnerstag. Ja, er muss ja keine Fußleiste streichen. Hier vorne rechts im Bild, Mehmet Özdemir, einer der Sportdirektoren des TSK Vorgosler. Wir machen einen Sprung zum Freitag. Dort das Training der ersten Herren. Wieder einmal in der Soccer Arena in Goslar. Ja.
Ja? Nee. Ja, ja, da dass draußen der Rasenplatz gesperrt ist. Aus dem Grund musste man jetzt Indoor ausweichen. Ja, wo, ich denke, das ist auch völlig richtig. Der Platz muss natürlich geschoben werden. Es wird neuer Rasen gesät, teilweise neuer Rollrasen verlegt, damit wir dann auch in eine hervorragende Saison starten können. Hier noch kurze Absprachen zwischen Hakan Alving, dem Trainer der ersten Herren, und Tobias Erkert, dem Trainer der zweiten Herren. Und Turan Gül, auch ein neuer Spieler, der zum TSKV zurückgekehrt ist, ohne Schuhe. Scheinbar ohne Schuhe. Wundert mich etwas. Ohne Schuhwerk kann man schlecht spielen. Hier noch eine kurze Ansprache, Motivationsansprache durch Hakan Altin, den Trainer der ersten Herren. Ich möchte diese beste Abwehr beibehalten. Das bringt Punkte, glaubt mir das. Auch wenn das manchmal nur ein Punkt ist. Am Ende, da guckt man dann, wo wir spielen. Ohne Schuhwerk, das kenne ich eigentlich nur bei uns in Südamerika aus den Plantagen. Und auch hier scheint die Stimmung gut zu sein. Ja. Das ist aber das Training der ersten Mannschaft? Ja, das ist das Training der ersten Herrenmannschaft. Sehr, sehr, sehr interessant, ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der kurze Rückblick der Trainingswoche. Ich darf mich bei meinem Gast, dem Mäzen Vitor von Erkenbrecht, bedanken, dass er hier war. Und weise Sie darauf hin, dass jetzt noch gleich die Kurzzusammenfassung des Testspiels WSV Wiedler gegen unsere erste Herren kommt. Dieses wird kommentiert von meinem geschätzten Kollegen und Bruder Tobias Acker. Dankeschön. Ja, da bedanke ich mich auch recht herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank. Vielen bitte, Dank. Bitte. So, vielen Dank, Alex. Und ein herzliches Willkommen auch von mir zu dieser ersten Ausgabe, zum ersten Testspiel der ersten Mannschaft des TSKV. Zu Gast beim WSV Wiedler. Kurzfristig angesetzt dieses Spiel. Vielen Dank nochmal an den WSV Wiedler, die das ermöglicht haben. Und hier die Aufstellung unseres TSKV. Holzberg im Tor, wie gehabt. Innenverteidigung heute Zelma Akbay. Rechts außen in der Außenverteidigung ein Spieler aus der zweiten Mannschaft, Hakan Aksu. Und dann wird es interessant, auf der 6 Ebu Bekir Gülhan, ein Neuling oder wieder zurückgekommen zum TSKV, kam vom GSC. Und vorne auf der linken Seite Turan Gül, auch wieder zurückgekommen von der FG Fienburg. Und ganz vorne im Sturm ein ganz junger Mann, ganz interessanter Mann, gekommen vom SC 18 Hardingerode. Und der jüngere Bruder unseres Yannick Kassebaum, der sich jetzt... Der kleine Luca wird sich jetzt im Sturmzentrum in der Bezirksliga versuchen zu beweisen. Schauen wir mal, ob es ihm in dieser Saison gelingt, Fuß zu fassen in dieser Mannschaft und in dieser Liga. Da sind wir sicherlich sehr gespannt. Aber gehen wir auf das Spiel ein. Hier ein erster Angriff des WSV. Führt allerdings zu nichts. Der TSKV im Ballbesitz. Wir können natürlich davon ausgehen, dass der Bezirksligist hier natürlich als Favorit über etwas mehr Ballbesitz als der Gegner verfügen wird. Das ist Ebu Bekir Gülhan mit einem langen Ball auf den aufgerückten Linksverteidiger Paddy Bühr. Scharfe Hereingabe. Aber die Wiedeler können die Situation relativ schnell bereinigen. Einwurf Wiedeler. Verlängert, noch einmal verlängert und dann hat Ebu Bekir wieder den Ball. Das ist Norman Gutmann. Setzt hier das erste Mal Luca Kassebaum in Szene. Seine Hereingabe wird von einem Wiedler über den Querbalken gelenkt. Wieder Gutmann. Auf der Doppel-6 mit Gülhan. Da ist Gülhan. Paddy Lühr. Wieder Lühr. Tritt hier mal an. Aber bleibt dann letztendlich an 5 gegnerischen Spielern hängen. Da wurde es dann etwas eng.
Jetzt Wiedler mal. Im Ballbesitz, aber Ball abgefangen. Turhan Gül. Setzt sich hier wunderbar durch. Und zur Chance. Und das 1:0 für den TSKV. Turhan Gül, der Torschütze, mit links ins untere rechte Eck. Da sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Fängt den Ball ab. Dann ein kurzer Übersteiger lässt den Wieler Abwehrspieler stehen und schließt mit dem linken Fuß ab. Aksu auf Akbay, der mit einem Fehlpass wird abgefangen, der Ball. Und da geht es schnell. Aber Zähmer kann die Situation erstmal klären. Zweite Welle rollt. Und Chance für den WSV Wieler. Aber Pierre Holzberg ist auf der Hut. Kann diese Situation entschärfen. Norman Gutmann. Luca Kasselbaum in den 16er gegangen. Aber kommt nur eine Ecke bei raus. Ein erster Wechsel, schon relativ früh in diesem Spiel. Dennis Zellmer zwickt die Wade, so wie das aussieht. Und Hakan Altin übernimmt für ihn die Innenverteidigerposition. Das ist Fatih Gebedik. Der nächste Angriff. Der Wiedler rollt und gute Chance. Pierre Holzberg vereitelt sie erstmal. Zweite Schusschance, aber Alp Akbay steht im Weg. Sonst hätte es gefährlich werden können für das Tor von Pierre Holzberg. Güler nimmt man Tempo auf, aber wird abgefangen. Hakan Altin. Hier V-Spiel meines Erachtens nach, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. 3 gegen 2 Überzahl, Riesenmöglichkeit für Wiedler, aber wieder Holzberg. Angriff läuft noch, Ball ist noch heiß, aber Flanke ins Ausgeschlagen. Jetzt kann sich der Schiedsrichter erstmal um den am Boden liegenden Norman Gutmann kümmern. Freistoß Chance durch Ebo Bekir-Güler. Schöne Parade des Torhüters. Ball abgefangen bzw. ein Fehlpass. Wühlhahn nimmt wieder Tempo auf. Schickt den Ball durch die Gasse, aber da ist überhaupt gar keiner. Und das ist der Pfiff. Nein, das ist nicht der Halbzeitpfiff. Das ist der Halbzeitpfiff. 1:0 zur Halbzeit für den TSKV. Pia, 2-3 gute Taten dabei, sicherlich. Allerdings, das Mitspielen, das Reden gefällt mir noch nicht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Gar kein Problem. Ja. Bei den Abschlägen bitte mal über die Mittellinie. Ja, einfach. Du brauchst nicht weiter rauszugehen. Das mache ich. Du brauchst nicht weiter draußen zu spielen. So am 16er. Ja, klar. Aber also, ey, musst du mal Beine trainieren, Digga. Ich trainiere schon Beine. Beim Warmmachen klappt es ja. Da schießt ja mit rechts weiter, Digga. Du hast den Ball so angelegt, dass er wieder zurückgekommen ist. Das war so ein Wechsel. Kann ja gar nichts, Alter. Ich muss ja auch erstmal rein. Guck mal, wir haben bisher eine Woche gerade geschießen. Ja, das war doch mal eben mit deinem Schuss an. Links, rechts. Ich hoffe, sie haben diesen kleinen Einspieler mit dieser kleinen Aufnahme aus der Kabine für kurze Erheiterung gesorgt. Wir widmen uns wieder dem Spiel zu. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Wiedler jetzt im Ballbesitz. Haben sich anscheinend was vorgenommen. Aber der TSKV fängt den Ball ab. Alpakbay mit der Hacke auf Panlür. Murat Öztürk lässt auf Geldmacher klatschen. Und die Wiedler gewinnen den Ball zurück. Das ist wieder Lühr. Bei? Alle geht nach dem Weg. So muss es auch sein, nicht so wie Lühr. Das ist der eingewechselte Fatih Gebedik. Kam jetzt in der Halbzeitpause für Hakan Aksu.
und übernimmt für ihn die rechte Außenverteidigerposition. Und da liegt Norman Goodman am Boden. Da eilt auch schon der Betreuer herbei. Patrick Glück ist das in diesem Fall. Und vorsichtshalber wird auch hier gewechselt. Hüseyin Yeta kommt für Norman Goodman rein. Das wird sicherlich zu einem Positionswechsel führen. Die Riesenschusschance hier für Luca Kassebaum. Trifft nur die Latte. Aber lassen Sie mich das kurz ausführen. Hüseyin Yeta jetzt auf dem Flügel, so wie ich das sehe, auf dem Flügel eingesetzt. Und Timo Geldmacher ist in die zentrale Position auf der 10 gegangen. Und das ist wieder Luca Kassebaum. Schön eingesetzt hier von Ebu Gökegüler mit der Hacke. Aber vielleicht hätte er hier den Ball nicht über den gegnerischen Torhüter chippen sollen, sondern ihn einfach flach an ihm vorbeischieben sollen. Aber gut, der Junge ist ja noch jung. Solche Chancen wird er sicherlich in Zukunft verwandeln. Da ist Hüseyin Yeta. Und Luca Kassebaum geht in den 16er. Hat Tempo. Und wird hier gelegt. Aber der Strafstoß, meines Erachtens nach fällige Strafstoß, bleibt aus. Das Spiel läuft weiter, tatsächlich. Ja. Der Freistoß, der Elfmeter, bleibt aus. Hier sehen wir es noch einmal. Ich denke, hier wird er ganz klar an den Beinen getroffen. Für mich ein klarer Strafstoß. Aber das Spiel läuft weiter. Turhanbühl nimmt mal Fahrt auf. Der hat ja eine Menge Tempo. Und scheitert ebenfalls am Torhüter. Da ist er schon wieder, Turhanbühl. Auch er geht in den 16er. Und trifft dieses Mal nur das Außennetz. Also Chancen haben sie ja. Allerdings relativ wenig Ertrag. Immer noch 1-0. Ein bisschen mager für die Ansprüche eines Bezirksligisten, aber wir sind natürlich hier in der Testphase, in der Vorbereitungsphase. Da sollte man das alles nicht allzu hoch. Da ist übrigens Fatih Gebede und seine Handspiel aus, aber Spiel läuft weiter. Aber Arm angelegt, ich denke mal hier völlig richtig weiterspielen zu lassen. Chance ist immer noch heiß. Hüseyin Yeta scheitert hier am Abwehrspieler. Und er klärt den Ball erstmal ins Aus. Gebedeck beim Einwurf. Ja, warum der Schiedsrichter jetzt hier falschen Einwurf gefunden hat, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Aber das Spiel läuft weiter. Patrick Mühr auf der linken Seite macht richtig Dampf da. Ist schon am 16er, aber kann den Ball leider nicht zu einem Mitspieler bringen. Toller Einsatz hier von Patrick Lühr. Der ein großes Laufpensum an den Tag legte. Ging viel über seine linke Seite. Und Wieler war wieder im Angriff. Auch sehr, sehr schnell der Neuner. Pierre Holzberg greift nochmal nach. Vereitelt hier zum dritten oder vierten Mal eine Wieler-Großchance. Guter Auftakt in diese neue Saison für den Schlussmann des DSKV, Pierre Holzberg. Das ist Murat Öztürk. Schöne Übersicht, schöne Lochpass. Ja, das erinnert ja schon fast an Uwe Bein. Timo Geldmacher. Hackentrick auf Hüseyin Yeta, der den Ball sofort mitnimmt. Aber auch hier, es fehlt letztendlich der entscheidende letzte Pass. Das muss man ganz klar sagen. Bis zum 16er wird sehr schön kombiniert. Und dann fehlt der letzte Pass. Hier wird Fatih Gebedeck überlaufen und setzt zur Sense an. Völlig berechtigter Elfmeter. Und verwandelt. Sehr sicher verwandelt. Nicht allzu hart geschossen, aber sehr, sehr platziert. 1-1, Ausgleichstreffer. Wieder Öztürk. Tolle Bälle in die Spitze gespielt. Gebedeck. Und
Wieder Luca Kassebaum. Dritte oder vierte Großchance für ihn, aber das Tor hat er bis jetzt noch nicht getroffen. Adilür, zieht mal ab! Gute Parade des Torhüters. Und die nächste Chance. Hüseyin Yeda gibt den Ball rein. Und wieder Luca Kassebaum. Freistoß für den TSKV. Was lassen sie sich jetzt einfallen? Schnell ausgeführt. Torgül. Wieder passt nicht auf. Und Hakan Aladin steht frei. Oh, da haben sie nicht aufgepasst. Schnell ausgeführter Freistoß. Haben wohl auf die Mauer gewartet. Das ist ärgerlich aus Wiedlerer Sicht. Völlig unnötig, dieser Treffer. Aber sei es drum, 2:1 für den TSKV. Jetzt scheinen sie etwas aufgewacht zu sein. Hakan Aydin, der jetzt etwas weiter nach vorne gerückt ist. Und was macht denn Timo Geldmacher da? 1:1 Situation. Sah stark nach Abseits aus. Und das ist der Treffer zum 3:1. Eckball Torgül und Kopfball Luca Kassebaum, und der hat genau gesessen. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Da geht er hoch und der sitzt ziemlich genau im linken oberen Winkel. Nichts zu machen für den Torhüter. Murat Öztürk marschiert da durch das Mittelfeld. Schöne Ablage von Luca Kassebaum. Hackentrick Murat Öztürk, und jetzt kommt ein bisschen Spielfreude auf, habe ich den Eindruck. Sehr schöner Angriff hier durch Öztürk und Luca Kassebaum. Valilür auf Hakan Aydin, der hier seine Offensivqualitäten unter Beweis stellt. Vorlage für Hüseyin Yeda, und der trifft zum 4:1. Sie haben es mittlerweile mitgekriegt, der TSKV hat umgestellt. Hakan Aydin jetzt in der offensiveren Position, ich denke mal auf der 10. Murat Öztürk ist dafür in die Innenverteidigung gerutscht. Und auf einmal ist vorne wesentlich mehr Feuer drinne. Wieder Hakan Aydin. Und tolle Aktion von Luca Kassebaum, der hier den Ball noch gerade so vor der Auslinie rettet. Und Fatih Gebedek staubt ab. Aber ein wahnsinnig gefühlvoller Heber da von Hakan Aydin direkt in den Lauf von Luca Kassebaum. Und das war's. 5:1 für den TSKV Goslar. Ich denke mal, damit kann man sicherlich zufrieden sein. Ich bedanke mich und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei wären.